So, wir gehen rein ins Spiel. Da ist der richtige Knopf. TSM gegen Immortals. Spiel Nummer 1. Wir starten durch mit dem Gragas-Bann und auch dem Kassadin-Bann. Während wir auf der anderen Seite jetzt Zek haben. Zek natürlich absoluter Pflichtbann auf der Red Side, weil ansonsten First Pick logischerweise auf der Blue Side. Jetzt noch der Galio-Bann. Auf der anderen Seite LeBlanc und Caitlyn. Haben von Bjergsen auch viel Orianna gesehen. Hier im Übrigen jetzt vielleicht nicht unbedingt als First Pick würdig. Man pickt den Jhin als erstes. Also Jhin First Pick. Einer der stärksten AD Carries momentan, eben zusammen mit Caitlyn. Große Reichweite, synergiert super mit dem Tahm Kench oder mit dem Bart beispielsweise. Vor allem jetzt auch wieder Meta. Dadurch, dass wir weniger Tanks rumlaufen haben, hat er es natürlich ein bisschen einfacher. Alles noch in der Vergangenheit. Wann spielt Cloud9 wieder? Die spielen gerade just in diesem Moment. Auf Summoners in Live 2. So, Immortals gönnt sich dafür Kalister Thresh. Überhaupt diese Botlane ja wieder ein Comeback gefeiert. Sehr, sehr stark. Und das Tahm Kench war ein guter Pick gegen. Insofern No-Brainer. Jungle ist noch nicht gepickt worden. Darf jetzt die Syndra für Bjergsen. Jungle wäre auch noch einiges offen mit Lee Sin und Elise beispielsweise. Immortals kann natürlich jetzt die Midlane Counter picken oder versuchen Counter zu picken, was vielleicht gar nicht mal so dumm wäre, weil TSM sonst bannen würde. Alternativ kann man sagen, auch Full YOLO. Wir haben vielleicht einen Pocket Pick vorbereitet. Nein, haben sie nicht. Hätten hier diesen Pocket Pick quasi erst in der späteren Rotation nehmen können und jetzt einen Jungler picken und dann gegen die Jungler bannen können. Das passierte nicht. Stattdessen gibt es die Orianna. Die sich zwar selber gegen so eine Syndra shielden kann, aber trotzdem der Syndra Burst ist auch für eine Orianna sehr, sehr gefährlich. Jetzt den Lee Sin-Bann gegen Svenskeren. Auf der anderen Seite jetzt eher die Top-Lane-Buns mit Fiora. Renekton sind wir schon auch offen momentan. Absoluter Top-Pick. Auch Olaf gebannt, mit dem zuletzt Svenskeren durchaus sehr erfolgreich gewesen war. Und wenn man schon so viele Jungle-Buns hat, dann wird Elise jetzt noch mit reingenommen. Nicht, dass Immortals jetzt Elise first picken könnte und TSM keine Antwort drauf hat. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was der vermutlich Jungle-Pick jetzt sein wird. Ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt als nächstes der Jungle gepickt wird. Alles andere würde weniger Sinn ergeben. Na, Top-Lane-Pick möchte man sich nämlich den Counter-Pick aufbewahren. Rex sein natürlich. Die wäre noch offen. Auf der anderen Seite wäre jetzt auch ein Jungle-Bann, ein Jungle-Pick, wobei sie müssen ja eh komplettieren. Man könnte natürlich sagen, jetzt holt man Renekton und vielleicht ja den Kha'Zix. Tu es, alle haben Bock drauf, aber ich denke, so ein Klett wäre auch nicht so unrealistisch. Ja. Und damit auch eingeloggt. Mortal antwortet
offensichtlich mit einem Renekton ist so ein bisschen noch ein Skill-Matchup. Oh nein, gar nicht mal. Ein Shen. Ja, es wird ein Shen. Shen ist hier ein sehr, sehr guter Pick, weil Shen ein guter Syndra-Counter ist. Mit seiner Ultimate, deswegen wird er gerne gegen Syndra gepickt. Hier von TSM so nicht berücksichtigt worden, was die Bans angeht. Damit von Immortals eingeloggt. Das ist natürlich, dass Immortals hier klassisch auf einer 2-Carry-Com spielt, was man von TSM jetzt nicht unbedingt behaupten kann. Wobei Tahm Kench auch für eine Menge Peel sorgen kann. Gerade gegen diese doch CC-lastige Comp, die man da hat. So, und damit stehen die Comps. TSM gegen Immortals. Ich muss sagen, Immortals gefällt mir sehr gut. Ein Stück weit besser sogar fast. Wobei es schwierig ist zu sagen, beide Comps haben sehr viel Potenzial. Callisto Thresh ist super safe. Allerdings hat man mit Tahm Kench einen guten Pick gegen den Thresh gefunden. Auch wenn Callisto Thresh über deutlich mehr Engage verfügt. Der Shen an sich ein super Pick gegen die Syndra, auch wenn auf einer anderen Lane. Aber das Wombo-Kombo-Potenzial bei Immortals ist natürlich immens. Wir stellen so eine Callister-Ultimate mit Orianna und... Ja, oder mit der Orianna zusammen vor. Das ist eine Menge Damage, den man da drin hat. Eine Menge CC auch. Wobei er allerdings gezwungen, die Läutung mitzunehmen gegen Björksen. Nicht verwunderlich. Was der Orianna hier gefährlich werden kann, ist der Stun, ist generell der CC, den TSM hat. Wenn TSM da eher Single-Target-Damage-mäßig aufgestellt ist, ist bei Immortals eher der AOE-Damage. Vorrangig über die Orianna, sicherlich aber auch über die Kalista, die ein Hurricane bauen wird. Smithy startet Topside bei den Raptoren. Sven Skillen tut es ihm gleich, nur dass er natürlich entsprechend Botside bei den Raptoren startet. Beide Jungler bekommen hier Unterstützung von ihren Midlanern. Nur Sven Skillen halt ein Tacken schneller ist, aber das liegt auch schlicht und ergreifend an den Kha'Zix-Pick. Ja, da hast du mehr Damage dafür, man sieht schon mit der Rek'Sai etwas mehr Sustain. Auch wenn er hier schon früh auch die Heiltränke gezogen hat, aber das tun sie beide. So, wenn wir mal schauen. 56% hier für TSM, 44% für Immortals. Ist das eine knappe Kiste, was zumindest den Fanvoting geht, allerdings der Großteil dann doch noch für TSM. Auch wenn das gestern zwischenzeitlich gegen Cloud9 anders ausgesehen hat. Und da sollte das Publikum auch recht behalten. Es hagelte eine Niederlage für TSM, die sie so vielleicht nicht unbedingt eingeplant hatten. Aber auf der anderen Seite auch Cloud9 momentan in Topform. Wie eben auch Immortals, wie eben auch Steel G, wie eben auch TSM. Wenn vier Teams auf die Worlds fahren könnten, dann wären das in einem ALCS sicherlich diese vier Teams. Ja, trotzdem dürfen sie es schwierig haben, weil wenn man zum Beispiel nach Korea guckt, die haben ja ein ähnliches Problem mit SKT, KT Roadster, Samsung
Also als Top 3 Teams. Wobei es schon da ein bisschen abgekapselter ist. Und Longsu ist momentan auch nicht schlecht. Interessant auch der Umstand, Cody Sun eben sich für Dorans Schild entschieden, während Doublelift eher über Dorans Klinge arbeiten möchte. Natürlich zwei verschiedene Ansätze, die man hier wählen kann. Wobei das Dorans Schild auch sehr viel Sinn ergibt durch die große Reichweite, die Ninjin hier mitunter mitbringt. Dass die Kalista hier schwerlich gefahrlos in den Gage gehen kann. Vom Farm her, auch auf der Midlane übrigens, kleiner Farmvorteil momentan für Bjergsen. Das ist aber durchaus normal, dass eine Syndra die Lane sehr schnell reinpushen kann. Jetzt gibt es das Base vor Level 6. Damit man dann mit Level 6 vielleicht auch ein paar Items zur Verfügung hat. Das verlorene Kapitel und gleich zwei Control Wards mit dabei. Ich denke, da wird der Base von Pobelta recht ähnlich ausfallen. Vielleicht ein bisschen mehr Gold. Wir sehen es eben. Wieder mit 44 CS Base. Vielleicht holt er sich ja noch die Schuhe mit dazu stattdessen. Ja, genau so. Macht natürlich jetzt, was das direkte Duell angeht, nicht so viel aus, die Schuhe. Das ist klar. Weil es hier keine Combat-Sets in dem Sinne gibt. Weil es halt das Dodgen auf der anderen Seite ein bisschen einfacher gestalten lässt. Generell erwarten wir natürlich in dieser Begegnung ein Spiel auf hohem Niveau, TSM gegen Immortals. Ich denke also nicht, dass es hier allzu viele Kills geben wird. Vor allem nicht so, wie wir das dann gestern zwischenzeitlich in dem Phoenix One Game gesehen haben. Da war es ja stellenweise dann doch sehr klischeehaft. Ich glaube, das ist eine schöne Bezeichnung. So, Toplane reingepusht, die Smitty in der Nähe gesehen worden, allerdings jetzt mit dem Knallzapfen rüber. Horza abgemountet, geht Smitty nochmal rein. Muss da aufpassen, Horza hat Level 6. Aber jetzt erstmal gegen Smitty und wie gesagt abmountet mit der Shen Ultimate dazu. Und dann ist es First Blood, es war gut gemacht. Hat man hier den Dive mal anders durchgeführt und die Shen Ultimate hier offensiv auf der Lane eingesetzt. Geht natürlich auch nur, wenn der Jungler da ist. Jetzt die Rotation. Sven Skellen entsprechend auf der Botside am Höllendrachen. Klar, wenn sich hier Xmitty zeigt. Spielt die selber hier noch Level 5 zwar, aber da kam die Shen Ultimate. Und dann mit dem Flash halt eben dran. Und das First Blood gesichert. Hier fällt jetzt der Höllendrache, aber man nutzt halt auch diesen Umstand aus. Immortals dafür den besten Trade meines Erachtens bekommen nicht nur First Blood, sondern auch das erste Turmgold. Dieser Höllendrache, klar, der skaliert später ins Late Game rein. Momentan allerdings ist man mit diesem Goldvorsprung besser aufgestellt seitens Immortals, weil diese 8% eben noch nicht diese 2000 Gold Rückstand da rechtfertigen. Flame mit dem Teleport, aber der Goldrückstand wird erstmal verringert, dadurch, dass auch DSM diesen Turm hier bekommt. Flame von Teleport von Flame hat hier so viel nicht gebracht.
Auch der nächste Drache im Übrigen wieder ein Höllendrache. Aber so eben der erste. Zunächst fit, hier ist er immer und gerade in den Djinn ist ein Champion, der im besonderen Maße aufgrund seiner Passiven von diesem Höllendrachen profitiert. Besser noch als jeder andere AD Carry. Man ist ja immer so ein bisschen verleitet zu meinen, dass wenn beide Teams einen Höllendrachen hat, dass sich das ausgleicht. Dem ist nicht so. Das hängt natürlich ganz stark auch dann von den Items der Champions ab, von den Champions selber. Jetzt hier der Versuch der Engage mit der Klett Ultimate über die Laterne. Flash soll man wegkommen. Kalista Ult. Und da sieht man einfach diese Kalista Thrashlane, wie safe man da bitte sehr ist. Monster extra TP'd, man hatte die Ultimate gesetzt, man wollte hier den Engage setzen und dann ist es halt Orlay, der erste Laterne wirft, flasht. Und dann Codison sich revanchiert, indem er selber flasht und ultet und damit kriegst du halt einfach so unglaublich viel Distanz überbrückt. Funktioniert natürlich nicht ständig, weil du nicht ständig Ultimate und Flash up hast. Hier jetzt die Shockwave gegen Bjergsen, der ultet selber, Sven Skirin ist mit dabei. Beide Midlaner relativ low in Smitty. Mit der Ultimate und das war's für Bjergsen. In der Zwischenzeit Sven Skirin allerdings nicht Pobelta abgeräumt. Besser Tausch demzufolge bei Immortals, die eben diesen Botlane-Versuch haben abwehren können. Auch durch den Teleport von Hornster profitiert hier Flame. Ein Farmstich und greifen vorne. Das war schön gemacht hier mit der Shockwave. Hat sich da gerade mit der Läuterung auch noch befreit, kommt deswegen weg. Smitty gegen Bjergsen hinterher, den schlicht und ergreifend mit der Ultimate hier abräumt. Nach 10 Minuten im Schnitt. CS vorne, in diesem Spiel sogar 17 CS vorne gewesen zu diesem Zeitpunkt. Stehen hier drei Mann und lauern. Weil du mit der Tam Kenschuld schnell auch noch verschwinden könntest. Aber das Problem ist, Bioforce noch auf Level 5 hier gehuckt worden. Das E, der Taunt reingenommen mit dem W. Aber dadurch überlebt Double Lift zunächst. Würde das ja auch komplett überleben? Nein, wird er nicht. Der Dive dazu zu krass. TSM hinterher. Jetzt auch gegen Pobelta. Pobelta abgeholt. Im Gegenzug also noch ein Kill mitgenommen werden. Immortals hier hat die komplette Botlane sichern können. Drücken jetzt auch zu dritt, wo sie dabei sind, gegen diesen Turm. Das ist eine große Vasallenwelle. Das heißt, da ist man schnell mit dabei. TSM allerdings mit dem richtigen Call weiß, sie können diesen Botlane-Turm hier nicht mehr verteidigen. Deswegen versuchen sie stattdessen den Midlane-Turm zu bekommen. Das heißt, es wäre ein 1:1-Turm-Trade und das ist es auch. Und der Midlane-Turm hier sicherlich noch mal etwas höher anzusetzen. Also auch stark von TSM, muss man sagen. Hier dieser Engage eben auf Biofrost, wenn Skirin mit dazukommt, allerdings nicht mehr viel hat verändern können. Und dann der Dive. Und auf der anderen Seite Pobelta, ja, gegen zwei Mann, vor allem gegen Klett, der da rangestimmt kann, nichts machen kann. Also noch ergebnisoffen dieses Spiel. Immortals zwar mit Vorteilen, aber man hat den Midlane-Turm soeben verloren. Wird jetzt natürlich selber schauen, dass man diesen Midlane-Turm noch bekommt. Der jetzt mit dieser Wave nicht passieren wird.
Punkt, der für Immortal spricht, ist im Übrigen auch die Kalista, die im Late Game dir eine sehr, sehr gute Objektkontrolle geben kann. Generell sehe ich da Immortals im Late Game besser aufgestellt als DSM. Wobei der Unterschied jetzt nicht so gravierend ist, dass DSM sagen muss, Late Game haben wir komplett verloren. Trotzdem werden sie da aufpassen müssen. Apropos TSM, sind dran am Höllendrachen. Smitty in der Nähe. Kommt es jetzt zum Teamfight? Stealt er vielleicht sogar zum Level hinter Sven Skaren. Und er holt ihn! Er stealt ihn! Jetzt sogar trotzdem noch der Fight. Flame eben mit dazu. Pobelta aufgepasst. Der hat die Shockwave raus. Angegangen worden, währenddessen konzentriert sich alles auf Doublelift. Björksen eben mit dem Kill. Da hat der CC, der Knock-Up, Sven Skaren mit dem Flash raus, nimmt die Smitty nochmal mit. Aber Cody-Sun mit dem Flash über die Wand, Flame tankt da so einiges. Abgemautet und wichtig ist, dass Cody-Sun noch lebt. Cody-Sun und Flame zusammen gegen Björksen und Hornstar. Und Björksen mit dem Shutdown. Hornstar sogar noch mit der Cody-Sun hinterher. Der versucht das hier zu kiten. Jetzt in Turmreichweite die Auflösung und der Double-Kill noch von Björksen. Und das Ace für TSM. Das war ein teurer Drache. So, hier Fail Smite auf 65, dadurch also gesichert. Shockwave nicht wirklich gut. Cody-Sun auch exhausted worden, währenddessen halt Pobelta so ein bisschen chancenlos gegen die Hornstar-Björksen-Kombo, die im Prinzip die Spiele immens aufgeräumt haben. Für Björksen auch wichtig, diese Kills dadurch mit dem Morellos das Mana zurückbekommen. Was halt letzten Endes entscheidend gewesen ist, sonst hätte der Fight keinesfalls so enden können. Und dadurch hat er eben halt noch aufräumen können. Kommt dann auch hier nochmal dazu. Und holt sich den Double Kill. Damit Björksen jetzt 4:1. Und da sieht man mal, was das Morellos in solchen frühen Teamfights schon für ein wichtiger Power Spike sein kann. Das unterschätzt man gerne mal, das Mana. Wie gesagt, die Begegnung ist sehr ausgeglichen. 2:2 in Türmen, in Kills auch ähnlich, die Drachen ähnlich. Aber da sagte ich ja schon mal, profitiert TSM auf der AD-Carry-Position stärker von diesem Höllendrachen. Als das bei Immortals der Fall ist. Bergdrache, der live ist. Als nächstes zeigen natürlich auch von hochqualitativen Drachen. Könnte schon fast meinen, also hochqualitativer das Duell ist, desto hochqualitativer die Drachen. Wobei ich finde, in letzter Zeit sind halt oft Berg- und Höllendrachen dabei. Vielleicht ist das aber auch nur der Eindruck. So, Pobelta jetzt angegangen worden. Flasht aber Björksen mit der Ultimate. Böllert ihn einfach um. Das Ganze nutzen wir jetzt auch nochmal aus für den Dive. Smitty, oh, Smitty! Wow, überlebt das gerade so. Olli versucht den Turm zu verteidigen, aber TSM macht Druck. TSM wird jetzt auch diesen Midlane-Turm bekommen. Durch die Zoning und diese Wave-Control und vor allem auch durch die Abwesenheit von Pobelta. Damit Björksen 5:1. Wie so oft auch ein absoluter Carry bei TSM. Man muss dazu aber sagen, auch 1000 Gold ist nicht viel zu diesem Zeitpunkt.
Kann sich aber natürlich bald ändern. Immortan ist jetzt ihres Zeichens dran am Herald, mit dem sie dann gegebenenfalls diesen Midland-Turm aus dem Weg räumen könnten. Und wahrscheinlich auch werden. Und dieser Turm fehlt ihnen schlicht und ergreifend noch in der Sammlung. Problem ist nur, dass TSM hier auch Midland groupt. Was es dann wiederum schwer macht, diesen Herald effizient einzusetzen. So, Biofrost und auch Doublelift gerade auf der Topside unterwegs. Dort steht noch der letzte T1-Turm von Immortals, den man hier gerne einreißen würde. Immortals rotiert mit, schickt ebenfalls ihre Botlane auf die Toplane, um dieses hier nicht passieren zu lassen. Erstes Item für Cody Sun, Dinges gestürzten Königs. Nächstes Item wird eben höchstwahrscheinlich Runans werden. So, jetzt die Jhin Ultimate, Long Range, Smitty gegen Bjergsen! Und es reicht nicht, ihn mitzunehmen. Biofrost ist da und das ist einfach Tahm Kench. Der Midlaner stirbt, egal, weh. Ja, er ist eigentlich tot, weh. Weh rettet vor allem. Schützt sich auch vor allem. Ja, wenn du so einen Tahm Kench hast, brauchst du keine Angst mehr haben, vor gar nichts mehr. Ja, weder vor Monster unterm Bett, noch von dem Ding im Keller. Ja, oder vor bösen Erlebnissen. Ja, Tahm Kench, weh. Hilft bei allem. Hier die Läuterung, einfach nur, um aus diesem Snare rauszukommen. Damit der Ultimate gegen Bjergsen, es reicht nicht ganz. Es ist halt so, Tahm Kench, der Champion, wenn es eigentlich schon zu spät ist, schützt vor allem. Vor allem. Ja, vor bösen Nachrichten, Tahm Kench weh. Dem Monster unterm Bett, Tahm Kench weh. Ja, vor schlechten Schulnoten, ja, weh. Hilft auch. Liebeskummer, weh. Ja, auch vor Karies, Tahm Kench weh. Ja, wenn du Tahm Kench weh hast, brauchst du auch keine Kondome mehr. Schützt er auch. Okay, den zweiten Teil führe ich jetzt nicht weiter aus. Er ist halt einfach ein sehr ehrenloser Champion. So, jetzt die Kalista Ult zunächst einmal damit Ole aus der Schusslinie befördert. Ein weiterer Grund, warum diese Lane einfach so safe ist. Hier kann jeder jeden retten. So, Herald beschworen. Ja, sonst wäre er abgelaufen. Man hat jetzt quasi gerade so einen Split-Push Herald. Hätte ihn hier sicherlich gerne auf der Midlane gehabt. Allerdings hat TSM dazu gerade zu viel Kontrolle auf der Midlane. Das ist, nachdem das Early Game eigentlich besser lief für Immortals, man sieht halt schon, es ist einer der wenigen Heralds, die nicht einen Turm vernichten können. Bjergsen ist halt da mit einer riesigen Wave. Also auch das ist halt eher ungünstig, den Herald gegen eine riesige Wave zu schicken, aber besser natürlich, als ihn gar nicht zu verwenden. Deswegen wurde er jetzt hier freigelassen.
dritte, beziehungsweise vierte Drache in diesem Spiel wird ein Wolkendrache werden. So, Biofrost mit Sven Skellen zusammen, Engage eben gegen Dump Kench. Der hat aber nochmal zweite Lebensleistung, was eh kriegt er nicht raus aufgrund des CCs. Immortals damit in der Überzahl. Shen Ultimate ist raus, Shockwave geflasht von Sven Skellen. Es ist einfach, wie bereits erwähnt, ein sehr, sehr knappes Spiel. Immortals versucht jetzt diesen Midlane-Turm mitzubekommen, was ihnen wahrscheinlich auch gelingen wird. Wobei der Wave-Clear von Syndra ist nicht ohne, aber es reicht halt. Zu großes Risiko seitens TSM. Richtige Entscheidung auch in Unterzahl, diesen Fight nicht zu nehmen. Damit wieder komplett ausgeglichen. Also 200 Gold Unterschied oder 300 Gold ist halt nichts nach. Also ist halt generell gar nichts. Vor allem auf 5 Mann verteilt nicht. 8 zu 18 Kills, 3 zu 3 in Türmen. Allerdings 2 zu 1 in Drachen, wovon TSM auch profitieren wird und besser profitieren wird. Oh, schöner Doppelstun und damit räumst du sie ab. Ole und Cody-Sun. Das war gut gemacht von Björksen. Ob Björksen in diesem Spiel überragend. 7-1-2 und ist immer wieder Auslöser von solchen großartigen Aktionen. Jetzt damit der Weg frei Richtung Baron. Da steht noch ein Controller, der sollte vernichtet werden, um die Vision Control hier zu haben. Natürlich auf Smitty aufpassen, deswegen der mit runter, aber der ist da und stiehlt es. Smitty jetzt schon zum zweiten Mal ein Objekt gestealt, diesmal den Baron. Immortals sagt danke. Mein Damage Stop war richtig. Und da hätte man Smitty downbursten müssen, das ist nicht passiert. Ja, und damit dumm gelaufen für Team Solo mit. Das ist eher so die Kategorie unglücklich. Also hier zunächst der Auslöser überhaupt für den Baron Call. Ja, da ging man rüber und zack, dieser Doppelstun. Smitty hat man eben hier nicht noch bekommen, was sich im Nachhinein herausgestellt hat. So, und jetzt schauen wir mal. Man hat da die Wards, man weiß, dass Smitty im Busch ist. Ist jetzt der Baron bei 2000 AP, man hat eigentlich den Stop. Die Shockwave da drin sorgt allerdings für eine Menge Damage und dann das Smite. Und 95 HP hatte der Baron zwischenzeitlich. 95, also nicht sauber gemacht von Sven Skellen. Umso besser hier von Smitty, was den einen freut, den anderen leid. Global jetzt nochmal 1 zu 1 die Türme mitgenommen. Ja, dadurch weiter ein ergebnisoffenes Spiel. Flame mit dem Gargoyles noch. Extrem tanky noch. Das soll er ja auch sein. Allerdings muss ich TSM auch eins im Klaren sein, wenn Björksen hier im Teamfight stirbt, dann haben sie ein dickes, dickes Problem, weil er bisher diese Trades hier massiv gecarried hat. Das heißt, stirbt Björksen, wird die Mods diesen Fight hier hart gewinnen können. Auf Liam liegt mit Abstand das meiste Gold, den meisten Farmen seinem Team, die meisten Farmen in diesem Spiel. 7 Kills. Da kommt was zusammen. Weil die Drachen so früh genommen wurden,
gibt es ja auch nochmal einen fünften Drachen und auch das wird wieder ein Höllendrache werden. Kinnisau ist schon mal raus, aber kein Engage, der hier dadurch zustande käme. Währenddessen Haunzer im Split-Push. Da im Wave-Clear natürlich sehr, sehr zügig unterwegs. Wobei Flame jetzt nachgebessert hat, also mit dem Sonnenfeuermann und vor allem auch mit dem Tiamat steht auch selber gar nicht mehr so schlecht da. Generell jetzt in dieser Phase wichtig, die Sidelane-Kontrolle zu haben, überhaupt die Lanes gut rauszudrücken und dann, sobald die Objekte da sind, dort Pressure aufzubauen. Überhaupt Vision Control. Natürlich klar, ohne Baron oder Drache, der live ist, mit 4 zu 4 Türmen in so einer ausgeglichenen Partie, dass es erstmal ein bisschen ruhiger wird. Das war abzusehen. So, man sucht den Gage mit der Klett-Ultimate. Olay hat seine Ultimate dazugepackt, allerdings, ja. Da ist man mit der Kalista-Ult zur Stelle. Damit diesen Engage sofort verhindert. Auf Flame. Gut gespielt wirklich von Olay. Der hier aktiv daran beteiligt ist, beide Engages von TSM zu verhindern. Generell TSM mit dem besseren Engage, das muss man sagen. Über eine größere Reichweite und gerade über den Klett auch etwas simpler gestrickt. Da hat es Immortals tendenziell schwierig, klar, wenn man einen Hook trifft. Wobei die lohnenden Ziele hier kaum in Hook-Reichweite sein werden. Aber ansonsten wird es schwierig, da müsste man über Rek'Sai in die Flanke kommen, könnte dann den Shen mit der Ultimate dazu schicken. Das wäre gegebenenfalls der Ansatz, wie man hier punkten kann, beziehungsweise einen Teamfight initiieren könnte, aber das ist einfacher gesagt als getan. Gerade so eine Comp von Immortals lebt ja auch von der Objective Control. Also wenn wir das Team von Immortals anschauen, dann muss Immortals eigentlich den Druck eher über Baron oder über den Drachen aufbauen. Es gibt sogar noch einen Elementardrachen, wie bereits erwähnt. 5 Stück. Du hast mit einer Kalista einfach eine super Objective Control, da kommt kein Smite mit. Du hast ein gutes Zoning-Potenzial mit der Orianna-Ult, ein Thresh, der gut peelen kann. Jetzt die Laterne, aber er kann sie nicht nehmen. Gut geblockt hier. Jetzt rüber, überlebt das Ganze Xmitty. Der Engage eben mit der Klett-Ultimate. Wichtig hier nicht zu sterben und das 10 Sekunden, bevor sowohl der Drache als auch der Baron live sind. Trotzdem muss er Base gehen. Cody-Son musste flashen, Smitty musste flashen, man hat hier auch die Jhin-Ultimate schon raus. Eben genauso die Klett-Ultimate. Flame, Flame! Oh, gut von TSM. Nutzen hier jede Möglichkeit, Immortals zu dezimieren. Trotzdem, Smitty, kann er ein weiteres Mal stealen, ist die Frage. Diesmal Immortals etwas vollzähliger. Kalista-Ult. Retten sich hier wieder beide gegenseitig. Das ist gerade mehr ein Zurückhalten. Shockwave gegen zwei Mann. Probate mit dem Flash. Stun gegen Smitty. Smitty und Cody-Sun mit der Syndra-Ult weggeböllert worden. Olay selber jetzt peitscht hier durch die Gegend. Aber da ist halt der Outplay-Button von Syndra da und Bjergsen einfach extrem gefeedet. Smitty aber wieder überlebt. Also erneut
durchaus risikobehaftet, diesen Baron anzugehen. 3600 HP, jetzt der Baron auf 3000. Kommt Smitty da nochmal rechtzeitig hin, ist die Frage. Olle noch mitgenommen. Smitty, man hat hier den Damage Stop. Wenn man Smitty bekommt, dann war es das. Ja, Double Kill. Hier ist Sam jetzt mit dem Baron. Und da hören wir die TSM-Fans im Hintergrund. Dazu jetzt eine riesige Top-Wave mit Haunzer. Allerdings pusht man nicht zu Ende, sondern geht jetzt erstmal Base. Und wird dann folglich das Baron-Powerplay beginnen. Erster wirklicher Vorteil von TSM jetzt, 3000 Gold. Nach 35 Minuten nicht so viel, dass man sagt, das Spiel ist schon vorbei. Aber wie gesagt, sie haben ja 3 Minuten Zeit, jetzt diesen Goldvorsprung weiter auszubauen. Auch der Höllendrache, und das sind 16% Bonus AD und AP mehr. 16%. Und das auf den Djinn, das ist halt super, super saftig. Björksen steht einfach 9-1-3. 9 Kills hat der Typ einfach. Na, schaut euch mal die Items an. Da weißt du, wenn Björksen böllert, dann böllert die ganze Nachbarschaft mit. Na, jetzt geht's gegen den Turm. Der erste Nibitor-Turm down. Smitty nochmal angegangen. Haunzer über die Flanke mit der Klett-Ultimate rein. Er macht guten Schaden hier an der Backline. Die Shockwave ist raus. Der taunt jetzt und man schafft es, Björksen mitzunehmen. Dadurch fehlt eine Menge Schaden. Sven Skerrin abgeholt. Aber kann Doublelift inzwischen selber auch rausbratzen, ist die Frage. Hat hier nochmal den Snare. Den Root viel mehr. Auch Haunzer überlebt. Ja, das war gut gespielt von den Mods und so wichtig, hier Björksen rauszunehmen. Trotzdem ist der Inhibitor einfach platt jetzt. Den hier zunächst nochmal, wie alles geschah. Haunzer eben rein in die Flanke. Eine Menge Damage. So, und jetzt die Shockwave, die hier den Unterschied gemacht hat. Björksen da sogar eben mit dem Flash, was vielleicht ein bisschen zu offensiv war. Hätte er da gewartet, bis die Shockwave raus ist. Aber so gut gemacht von Pobelta, dieses Play hier ermöglicht. Also das war kleiner Fehler Björksen. Und dann gleichzeitig großes Problem für TSM. Ansonsten natürlich ein absolut überragendes Spiel Björksen. Bringt hier nur einen kleinen Dämpfer mit rein, aber an sich ist TSM nach wie vor das tonangebende Team. Es bleibt bei 3000 Gold beim Powerplay. Also beziehungsweise bei 3000 Gold Vorsprung insgesamt. Kein überragendes Baron Powerplay, aber eben der Inhibitor, das zählt. Und generell von Objekten her mit 4:1 den Drachen. Möchte man gleich mal sehen, wie viel AD der Djinn schon hat. Ja, da haben wir es. 560. Das ist ein knackiger Wert. Auch der nächste Inhibitor-Turm genommen. Biofrost mit der Ultimate. Entsprechend Double Lift hier nach oben befördert. Da ist man dabei, jetzt den nächsten Turm schon unter Druck zu setzen. Die Mods verliert hier nach und nach. Goldbären Powerplay, immerhin. Ah, ist nicht die Welt, aber hier ist im Spiel der Vorsprung sehr, sehr gut aus momentan. Kalista Ultimate, die musst du respektieren, bevor der Engage kommt. Olle wieder rausgeschossen.
Jetzt geht's gegen den Turm, der ist down. Damit jetzt die Djinn-Ultimate. Zunächst gegen Pobelta. Hat noch einen vierten Schuss, den will er sich hier möglichst sinnvoll aufheben. Jetzt kommt er rein. Smitty die Flanke, weil sie alle auf einem Haufen sind. Time Catch Ultimate versucht er nochmal rauszukommen. Währenddessen Hornster dran an Pobelta, würde er ihn bekommen. Doublelift und Björksen jetzt haben sich rausschlawinern können. Gutes Positioning der beiden. Und Hornster stiftet immer noch Unheil. Er hat Pobelta nicht bekommen. Dafür hat man allerdings Smitty verloren. Es ist halt wirklich so ein bisschen der Umstand, wer schneller die gegnerische Frontline down bekommt. Haben jetzt auch den Inhibitor und nochmal wollen sie den Fight hier nehmen. Hornster gegen Flame. Hier ist er im Versuch, da sinnvoll nochmal rauszukommen. Hornster down. Double Lift. Noch volle Leben hat im vierten Schuss. Der ist da mit dem Root jetzt. Flame allerdings sehr, sehr tanky. Aber durch diesen langen Fight, Sven Skell nutzt die Gunst der Stunde mit einer riesigen Vasallenwelle, schafft er es hier, diesen ersten Nexus-Turm mitzunehmen. Und im Strich, man sieht es, drei offene Inhibitoren, TSM hier das Game eigentlich schon fast gewonnen. Und auch hier der Fight tatsächlich normal eben mit dem Hook. Smitty exhausted worden, abgeräumt von Björksen. Dann gab es hier nochmal den Root. Wichtig war es hier wirklich diesen Inhibitor zu bekommen von TSM. Das der entscheidende Faktor ist. Ja, 30 Sekunden noch bis zum Baron und 10 bis zum Ahnendrachen. Beides sehr lohnenswerte Objekte. Vor allem, wenn TSM den Ahnendrachen bekommt. Sie brauchen eigentlich den Baron gar nicht. Da sind sie tatsächlich mit dem Ahnendrachen besser. Einfach weil ja nur noch ein Turm steht. So, was sollen die da mit dem Baron-Buff? Dann sind sie mit dem Ahnendrachen in dieser besonderen Konstellation besser aufgestellt. Klett-Ultimate, jetzt noch die Tamkench-Ultimate. Und das war gut gemacht. Man baitet sie zum Ahnendrachen. Nutzt die Klett-Ultimate, nutzt die Tamkench-Ultimate. Und macht hier mehr oder weniger den Backdoor perfekt. Und das ist damit das hochverdiente 1:0. Das war stark gespielt. TSM. 1:0. Ja, stark. Wirklich. Ganz, ganz stark gemacht. Und damit hier in diesem Spiel als Sieger vom Platz gegangen. Für mich natürlich ein ganz, ganz großer Faktor, der gute Björksen, der dieses Spiel hier hart gecarried hat. Natürlich auch ein interessanter Ansatz, mit dieser Tamkench-Ult in den Backdoor zu gehen. Da hätten sie den Ahnendrachen bekommen, sähe das oder hätte das Ergebnis wahrscheinlich ähnlich ausgesehen. So konnten sie das Ganze nochmal abkürzen. Vor allem ist halt das Problem von ihm aus gewesen, sie hätten diesen Ahnendrachen auch nicht auch einfach aufgeben können. Sie hätten kämpfen müssen. Aber das hat die Basis halt so weit geöffnet und mit so vielen Vasallen. Eigentlich hätte einer zurückbleiben müssen, was halt nicht passiert ist und deffen. Im Endeffekt aber schnurzen, piep, egal. Ja, die Frage, waren meine Raps lecker? Was glaubst du denn? Also mal ganz im Ernst. Ist mein Essen irgendwann mal nicht lecker? Mein Essen ist immer lecker. Mori sieht fertig aus. Das liegt auch daran, dass Mori hier nicht viel Schlaf hatte in letzter Zeit, in den letzten Tagen. Mal guckt. Ja, gestern 9 Uhr morgens ins Büro, dann gearbeitet, gekocht, kurz nochmal hingelegt in ALCS bis 6.15 Uhr morgens, 7 Uhr morgens zu Hause, seit 13 Uhr heute wieder hier gekocht und seitdem wieder am Start. Ja, alles ein anstrengendes Wochenende, aber dafür kriegt ihr morgen wahrscheinlich auch nochmal ein neues Video von mir. Ja, weil das habe ich in der Zwischenzeit auch noch aufgenommen. Ich war ja fleißig, ich habe die Zeit ja genutzt. Ja, lecker neues Kochvideo, weil viele fragen. Im Übrigen hier nochmal Björksen mit den entscheidenden Kills. Also das war einer der Teamfights, wo TSM dann am Ende vorne war. Im Prinzip Björksen mit dem inoffiziellen Quadra zusammen eben mit Hornster. Beide zusammen haben hier das Spiel massiv gecarried. Da war der Shutdown und auch Cody's dann
hatte man nochmal bekommen können, der sich nicht hat zurückkiten. Oder der hat nicht zurückkiten können. Und damit hier nochmal der Schaden eingeblendet, Björksen. Und du schätzt auch den Clad Damage, wenn ich mir das so anschaue. Der war auch nicht ohne, aber wenn wir schauen, 25.000 Damage, das ist so viel im Vergleich. Einfach mal 8.000 Damage mehr als derjenige, der den meisten Schaden hat, in dem Fall eben Pobelta bei Immortals. Das ist der Wahnsinn. Und gut, warum castet Moe kein Echo Fox? Tja, gute Frage, nächste Frage. Weil ich mir heute mal den Stream ausgesucht habe und das morische Gesetz auf die Probe stellen möchte. Gibt es auch hier 6 Games? Gut möglich. Wir werden sehen. Zunächst allerdings gehen wir jetzt erstmal in eine Pause und dann geht's weiter mit TSM gegen Immortals. Bleibt dran. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Thank you.
los? Ja, herzlich willkommen zurück hier zur NAJCS TSM gegen Immortals. Und herzlich willkommen. Der Chat hat es inzwischen verstanden zu 5 weiteren Games. Ja, wir wissen alle, das morische Gesetz. Ja, bisher ist es unfehlbar. Wenn Mori castet, dann 6 Games. Also könnt ihr euch auf einen angenehmen langen Abend einstellen. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, habe ich aber auch nichts dagegen, wenn man solche klasse Begegnungen hat, wie Immortals gegen TSM. Das sind zwei klasse Teams, zwei der besten der NAJCS hier im direkten Duell quasi um den ersten Platz. Und das ist ein Spiel auf hohem Niveau gewesen. Das sollte man dazu erwähnen. Am Ende hat die individuelle Klasse von Björksen hier mit reingespielt und TSM den Sieg beschert. Das ist aber etwas, was nicht zwangsläufig auch hier im zweiten Game wieder klappen kann oder klappen muss vielmehr. Denn Immortals momentan nicht umsonst Spitzenreiter in der NAJCS. Wir werden gleich auch durchstarten mit der Pick-and-Bun-Phase. Wieso nicht auf dem Main-Kanal, weil bis da gerade eben ja auch noch die EU-LCS lief und wir schlecht 2 Spiele gleichzeitig auf dem Main-Kanal laufen lassen können. Das ist schlicht und ergreifend der Grund dafür. Ja, aber deswegen haben wir ja mehrere Kanäle, damit ihr bei uns im Endeffekt kein Spiel verpasst. Und Thema verpassen, Pick- und Bannphase, zack, da sind wir dabei und das ist auch prima so. Pick- und Bannphase, TSM gegen Immortals Nummer 2. So, wir haben LeBlanc und Tahm Kench gebannt. Tahm Kench bannt, wir wissen alle, ja, Tahm Kench ist so ein Supporter, der den Unterschied machen kann. Momentan Top-Tier-Support zusammen mit Braum und Thresh. Auf der anderen Seite jetzt natürlich der Sekban als Redside-Pflichtbann, Caitlyn und Gragas. Syndra hat man jetzt ebenfalls gebannt, mit der Björksen gerade ziemlich eskaliert ist. Die Folge also Bann. Damit ist Galio offen. Der wird sich gesichert. Ist ein Flexpick, könnte Toplane gehen, könnte Midlane gehen. Damit hat TSM selber einiges an Erfahrung. Wir hatten auch schon Björksen jetzt mehrfach mit Galio Midlane schon gesehen gehabt. Die Frage ist natürlich, ob er auch weiß, wie er dagegen spielt, im Zweifelsfall. Jetzt wäre es sinnvoll, die Botlane zu picken, durchaus. Oder die Jungle-Präferenz, also mit dem Thresh hat man hier einen guten Allround-Support, der momentan absolut in der Meta ist. Auch gut gegen den Braum funktionieren würde, was jetzt noch als Top-Tier-Supporter übrig wäre. Das ist die Frage, ob man zum Beispiel nun einen Jhin pickt, eine Kalista pickt oder wie gesagt den Jungler, sowas wie eine Elise, was eben machbar ist, oder eben einfach die Rek'Sai. Diesmal eben von Sven Skirin, das heißt, Smitty muss sich da einen anderen Champion überlegen. Lee Sin ist halt auch nochmal so ein Standard-Pick. Sollten TSM hier heute gewinnen, dann wären sie punktgleich mit Immortals, wobei Immortals eine Niederlage weniger hätte. Entsprechend würde man da eher morgen noch so ein bisschen auf etwas Schützenhilfe hoffen seitens TSM. Wobei natürlich gegen Phoenix One die Chancen dann doch sehr hoch sind, dass Immortals am Ende dieses Spieltages, das heißt nach dem morgigen Sonntag, Spitzenreiter bleiben wird, egal wie dieses Match hier ausgehen wird. Holt sich jetzt noch Olaf und Renekton. TSM könnte jetzt die Cassio picken. Eine Cassio funktioniert halt super gegen den Galio. Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Also eine Cassio gegen den Galio funktioniert sehr, sehr gut. Eine Cassio Shredder Tanks. Mit dem Miasma kannst du natürlich auch dieses durch die Gegend dashen verhindern. Muss natürlich aufpassen, gegen so einen Olaf hast du es tendenziell schwierig, aber auch da ist ein Thresh sehr, sehr hilfreich. Grundsätzlich wäre zum Beispiel ein Tahm Kench ein guter Pick gegen den Olaf, weil er dich fressen kann. Der ist aber gebannt worden. Aber ein Thresh ähnlich, der mit der Laterne halt dafür sorgt, dass du von ihm wegkommst. Wirklich selber CC'en kann man den Olaf und der Ultimate nicht.
Immortals muss jetzt selber schauen, dass sie halt ein paar Top-Lane-Buns legen, um diesen Renekton-Pick durchzubekommen. Generell finde ich diesen Teil der Pick-and-Bun-Phase nicht so gut gelöst von Immortals, dass man hier den Fokus nochmal auf Renekton gelegt hat. Damit hat man im Prinzip diesen Flex-Pick aufgelöst und gibt jetzt TSM die Möglichkeit, sowohl auf der Midlane ein gutes Matchup zu bestimmen, das hat man gerade mit der Kasse getan, als auch auf der Top-Lane im Anschluss noch ein gutes Matchup zu erhalten. Entsprechend also Immortals sich da ein Stück weit verrannt. Shen wird gebannt, aber Fiora zum Beispiel wäre noch halt offen und durchaus machbar. Man sieht bei TSM jetzt der Morgana-Bann. Olle ist halt wirklich ein guter Morgana-Spieler, einer der wenigen, die wir ja auch haben in den ALCS. Aphromo zum Beispiel wäre ein anderer, auch Bart wird gebannt. Beides Champions, die hier gegen einen Thresh funktionieren würden, Druck aufbauen könnten, gleichzeitig zum Beispiel mit dem Black Shield seinen Hook blocken könnten. Bleibt im Prinzip fast nur noch der Braum übrig. Ja, klar, es wäre jetzt nicht die einzige Lösung. Du könntest auch sowas wie eine Zyra nehmen, weißt aber noch nicht, was TSM auf der Top-Lane haben wird. Wir haben jetzt Tristana Thresh-Lane. Man entscheidet sich für Braum Kog'Maw, um hier nochmal ein bisschen Late-Game-Potenzial mit reinzubekommen. Einfach so der Gedanke, okay, wenn wir gegen eine Tristana spielen, dann sind wir durchaus in der Lage, mit dem Kog'Maw gegenzuhalten. Und der Gnar-Pick wird mir jetzt richtig gut gefallen. In Korea haben wir es ja jetzt schon häufiger gesehen, überhaupt, dass Gnar jetzt immer häufiger gepickt wird, auch gegen den Renekton, weil Renekton so hart in der Meta ist. In Korea macht man das jetzt schon länger. EU und NA ist man da jetzt auch so ein bisschen an Adaptieren. Und pickt diesen Gnar gegen den Renekton. Gnar ist halt einer der wenigen Champions, die halt auch einen Renekton bullien. Normalerweise ist ja ein Renekton ein absoluter Lane-Bully, der Gnar einfach aufgrund der Range in der Lage. Und ich muss sagen, trotz des morischen Gesetzes wird oder hat TSM die deutlich bessere Pick-and-Run-Phase. Und das liegt daran, dass die Immortals hier sehr viel Murks gebaut hat. Also die erste Phase der Pick-and-Run-Rotation hat sich hier Immortals komplett selber vertändelt, dadurch, dass sie diesen Flex-Pick aufgelöst haben und zwei Counter ermöglicht haben auf den Solo-Lanes, hat man sich absolut keinen Gefallen getan. Also wirklich nicht. Nichtsdestotrotz, wir wissen das morische Gesetz. Das heißt, das morische Gesetz läuft jetzt gegen eine sehr gute Pick-and-Bun-Phase. Ich bin gespannt, wie Immortals das dann gewinnen wird. Ja, weil wir wissen, es gibt ja keine andere Möglichkeit. Als ob ich hier nach 4 Games raus bin. Das geht ja nicht. So, Late Game. Klar, du hast mit Kog'Maw den vermutlich besten Late Game AD Carry. Aber jetzt ist eine Tristana auch ein absoluter Hyper Carry im Late Game. Und auf einer Cassio hast du auch noch eine Menge Damage. Das heißt, im Late Game wird TSM mehr Damage haben. Allein durch die Midlane auch. Natürlich Pac-Ma, der wunderschöne Mob-Skin. Was besagt denn das morische Gesetz? Das morische Gesetz sagt, wenn Mori castet, sind es immer 6 Games und eins davon geht eine Stunde, mindestens. Also mindestens ein Game geht eine Stunde. Weil das war halt original in diesem Split, bis glaube ich auf einen einzigen Spieltag immer so gewesen, dass ich immer 6 Games hatte und immer ein Game, was mindestens eine Stunde geht. Na gut, also hier ist die Ausgangslage für Immortals denkbar schlecht. Denn nah größer Renekton gilt hier so ein bisschen als Counter. Ja, man sieht es, also er kann den Renekton hier gut kiten. Schon durch seinen Range-Angriff. Und macht da den besseren Trade. Cassio ist halt gut gegen Galio.
Vor allem ist auch der Galio nicht mehr ganz so stark, wie er es mal gewesen ist, weil dieses Triple Dorans ja auch genervt worden ist. Das macht ihn, oder das ist auch einer der Gründe, warum wir ihn nicht mehr ganz so häufig auf der Midlane sehen. Und weil er halt oft gebannt ist, nach wie vor. Heute halb sechs nach Hause vom Feiern. Ich habe immer noch gekasselt. Ja, der Effekt des Motion Gesetzes. Niemand sagt, dass das was Schlimmes ist. Ich jetzt gerade nochmal lese, dass der eine oder andere sich darüber freut. Flame allerdings das schnellere Level 2 als Haunzer. Das heißt, diesen Level 2 Power Spike, den er da gerade hat. Also hier für Pharah entschieden, genauso auch wie Renekton im Übrigen. Jetzt kommt Sven Skaren dazu. Direkt früher Level 3 Gank, Teleport. Aber da ist es schon passiert. First Blood hier, Sam. Jetzt ist Xmitty dabei gegen Haunzer. Und Xmitty mit Pobelta schaffen es hier, ihren Teamkollegen zu rächen. Dazu eine riesige Wave, die jetzt hier vor Haunzer verloren geht. Weil sie schlicht und ergreifend in den Turm pusht. Teleport kommt. Will das natürlich hier so weit abfedern. Flame ebenso mit dem Teleport. Ja, kann hier noch einiges, wobei er hat abgebrochen, Haunzer. Flame ist halt da. Aber da geht echt viel verloren an Farm. Hook gegen Kog'Ma, aber man kann es so nah am Turm hier kaum ausnutzen. Zunächst einmal die folgende Situation. Beide eben Level 2. Haunzer hat zunächst mit dem Poke und Sven Skaren, der dann da ist. Einfach reindüst, der Flash zwar zu viel Damage allerdings hier. Der Teleport, Haunzer, keine Chance im Prinzip gegen die beiden. Das ist halt der Vorteil, wenn der Midlaner ebenfalls einen Teleport hat. Und dann Pobelta auch schon früh einen Kill bekommen. Natürlich ist die Tristana-Lane die Lane am Reinpushen. Das geht mit der Tristana auch sehr schwer anders. Ansonsten hast du natürlich ein großes Problem. Ich frage mich immer noch, warum man in der LCS, wo jetzt gerade über Skins diskutiert wird, dieser Halloween-Skin, warum wir keinen Drachenzähmer-Tristana-Skin in der LCS sehen. Ich weiß gar nicht, ist der irgendwie verboten? Ja, oder will man einfach nicht diesen traurigen Moment haben? Nein, der wurde schon mal gespielt. Der kann nicht verboten sein. Spielt immer mal. Ja, ich verstehe auch nicht. Also, das wäre auch meine allererste Wahl als Tristana-Skin, weil es einfach der beste ist, aber. Nun gut, Haunzer hier reingepusht worden. Wie gesagt, der hatte vorhin durch diesen Gank unglaublich viel Farm verloren. Deswegen auch kein Wunder, dass Flame hier im CS eben vorne ist. Auch wenn es jetzt erstmal ein paar Vasallen noch für Haunzer gibt. Midlane ebenso kein Wunder, dass Björk mehr hat, denn mit einer Kassel hast du nicht nur einen ziemlich easy Farm, sondern Pobelta ja auch über den Toplane Teleport Roam was verpasst. Drachenträne. Tristana für den traurigen Moment.
Da hat jemand König der Löwen nicht geguckt, scheinbar. So, Bjergsen soll gegankt werden, allerdings ist auch Sven Skaren zur Stelle. Reicht der Damage, ist die Frage. Galio ult, Sven Skaren mit dem Flash, Biofrost zur Stelle, hat die Laterne dabei. Und Bjergsen mit dem Kill. Gleichzeitig nochmal den Hook gegen Ole. Sven Skaren das Ganze überlebt. Wichtiger Aspekt hier, Hornster mit dazugekommen. Sein Teleport ausgenutzt, war dadurch schneller da als Flame, weil Hornster zuvor eben sein Teleport abgebrochen hat, deswegen den niedrigeren Cooldown. Und man Assist mitbekommen. So, hier zunächst beide eben Level 6. Und der Engage, der zunächst gesucht wird, Sven Skaren allerdings, der mit dabei ist. Bjergsen macht es gut, manövriert sich da auch raus, Sven Skaren mit dem Flash. Da ist allerdings Biofrost da, Bjergsen hat halt den Damage, Hornster schleicht sich noch eben mit dazu und holt sich einen Assist. Mit Thresh, Biofrost 5 Siege, eine Niederlage. Wobei sich diese Statistik hier bei allen Champions, die er gespielt hat, ähnlich liest. Denn TSM hat tendenziell ja sehr wenig Niederlagen in diesem Split. Ist der König der Löwen sehenswert? Was ist das für eine Frage? König der Löwen ist der beste Disney-Film. Mit Abstand. Speed Thrasher. Ja, wir können ja nicht alle so geboostet sein wie Markov. Gegen die Dignitas 2:0 verloren. Ja gut, aber Dignitas ist momentan auch echt gut. Lange nicht mehr dieses Dignitas von früher mit Kiwi Kid. So, Smitty jetzt gegen Sven Skaren mit der Ultimate, das Miasma dagegen, um hier zu verhindern, dass man dagegen dasht und Sven Skaren nicht zuletzt dadurch auch safe plus natürlich seinen Tunnel. Mal König der Löwen weinen muss, der soll sehr traurig sein. Sagen wir mal so, der hat einen ähnlichen traurigen Moment wie Bambi. Aber ja, ich war damals im Kino, als er rauskam und da haben alle im Kino geweint. Dazu muss man aber sagen, wir waren alle sehr jung. Aber gehen wir zurück auf das Spiel, ja. Wir können später nochmal eine Disney-Film-Diskussion starten, meinetwegen. Ja, eure liebsten Disney-Filme. Dass sie nur gute Filme machen, stimmt auch nicht ganz. Siehe Fluch der Karibik, die Fortsetzung. Aber nun gut. Wie wird sich dieses Spiel jetzt hier entwickeln? Letzten Endes Top-Lane-Pressure weiter bei Immortals. Trotz des Narpix, der eigentlich sehr gut gegen Renekton funktioniert, aber eben aus besagten Gründen eher weniger.
Dadurch, dass sich Smitty Toplane zeigt, ist Svenskeln beim Bergdrachen, der fürs Late Game natürlich wertvoller ist. Trotzdem wird Immortals mit diesem ersten Turmgold jetzt erstmal im Gold voranschreiten. Nicht, dass den globalen Turm auch TSM jetzt einen Turm bekommen. Die Turmprämie eben für Immortals. Trotzdem denke ich, dass TSM mit dem Bergdrachen den besseren Tausch gemacht hat. Immortals geht nicht noch diesen zusätzlichen Schritt, dass sie den Herald nehmen. Das Risiko wäre hier auch etwas riskant, denn Hornsa als Nah wäre halt in der Lage, das Ganze sehr stark zu stören. Ja, und sollte man da mit der Ultimate nochmal reinkommen, ja, dann auch durchaus entscheiden. Erster Drache im Übrigen der Bergdrache. Und weiterer Vorteil natürlich mit Tristana ist, dass du so einen Turm sehr, sehr schnell kaputt bekommst. Aber Immortals ist da ähnlich gut aufgestellt. Also mit dem Kog'Maw braucht man sich da nicht unbedingt beschweren. Trotzdem, wie gesagt, Immortals, TSM, die sind klack schneller. Und ein weiterer Aspekt, wo TSM gerade besser ist. Es ist nicht nur, dass sie vorhin den Drachen bekommen haben, sondern jetzt den Herald von Hornster. Wichtig, der Flash hat noch den Jump. Na, jetzt kommt die Brown Passive und das war's für Hornster. Der in diesem Spiel nicht wirklich gut aussieht, aber fairerweise auch hart rausgefokust wird. Entsprechend TSM jetzt dabei, weiter diesen Turm anzugehen. Aber auch hier TSM schneller. Gleichzeitig jetzt mit dem Herald noch auf der Midlane. Generell, was das angeht, so Objektkontrolle, ist TSM eben etwas glücklicher dadurch, dass sie Drache und Herald bekommen haben durch diese Rotationen. Krass, wie im Twitch-Chat einfach weiter die Filmdiskussion losgeht. Aber Leute, ja, bester Disney-Film ist einfach König der Löwen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja, jeder, der was anderes behauptet, ist halt ein Riven-Spieler. Oder Yasuo-Main. Star Wars ist kein Disney-Film, also ist inzwischen zwar ein Disney-Film, aber die Star Wars-Trilogie damals als solche war ein LucasArts-Film. Und ist es quasi heute noch, auch wenn LucasArts jetzt zu Disney gehört. Aber da gibt es nochmal einen Unterschied. Im Übrigen hier der Teamfight. Teleport Hornsa, gute Ultimate! Und dadurch bekommt man jetzt Olle, hat die Überzahlsituation. Guter Hook noch gegen Popelta, der Flashback. Und TSM sieht stark aus in dem Teamfight. Die Castle Ult slowt nur. Damit Smitty jetzt sofort mit Hackengas gegen Hornsa, gegen Svenskeren. Beide down. Björksen allerdings derjenige, der böllert.
zusammen mit Double Lift. Double Lift überlebt noch. Nein, Flashback und überlebt nicht. Aber Björksen, reicht nicht. Reicht nicht. Double Kill, Cody Sun. Und da ist es das moorische Gesetz. Und da ist es. Immortals plötzlich vorne. So, hier nochmal der Fight, der Teleport eben, man kam rein. Erst sah es gut aus für TSM. Ja, Hornster mit der Nah-Ultimate, man bekam Olle, war jetzt in der Überzahlsituation. So, und jetzt wollte man nochmal fighten durch den Hooks, wenn Skaven ein bisschen abgezwackt gewesen, der Flash von Björksen. Und hier wollte man zu viel, denn plötzlich war die Backline bedroht. Hornster stirbt halt früh, Smitty mit Olaf im Early Game halt ein massiver Faktor, Pobelta mit der Ultimate. Und das Ding ist, Cody Sun die ganze Zeit in guter Position, bekommt hier die Kills, kann halt böldern, Flash sogar nochmal hinter Double Lift hinterher, bekommt ihn dadurch und plötzlich hast du einen gefeedeten Kog'Maw und wir sehen, dass auch jetzt schon Kog'Maw guten Schaden rausgebratzt hat, wenn auch Björksen hier alles überragt in puncto Damage und das wird natürlich nochmal eine Spur krasser werden. Im Late Game wohlgemerkt. So, TSM jetzt ihrerseits dabei, den Midlane Tier 2 Turm einzureißen. Haben im Endeffekt zwei Türme mehr. Hier das Miasma von hinten. Kog'Maw, der Damage gegen Sven Skaven geflasht. Diese Artillerie, aber man will aufräumen. Smitty kommt mit seiner Ultimate gegen Sven Skaven. Sven Skaven! Olle mit dem Kill. Also die Teamfights in diesem Moment gewinnt Immortals. Und du hast jetzt einfach, du hast jetzt einfach mal nach 19 Minuten einen 5-0-2 Kog'Maw. 5-0-2 Kog'Maw. Nach 19 Minuten. Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht. So, man will, nutzt diese Stärke jetzt aus. Man ist im Gold gleich, trotz eben zwei Türme weniger. Das ändert sich jetzt gerade zumindest mit dem ersten Turm ein Stück weit. Überhaupt diese Stärkephase. Es ist wichtig für Immortals, dass man jetzt in den Snowball kommt. Weil Late Game sehe ich dann noch ein bisschen, trotz des Kog'Maws, ein bisschen besser bei TSM, weil jetzt eine Tristana auch nicht schlecht ist. Man auf der Midlane meines Erachtens mit der Cassio besser aufgestellt ist als mit dem Galio. Aber wenn sie es schaffen, weiter für Cody Sun zu spielen, ich meine, die haben ja auch eine brachiale Frontline. Im Prinzip vier Mann Frontline und hinten Cody Sun. Verlässt sich ja auch Immortals mit ihm sehr stark oder sehr stark auf ihm. Das wird so ein bisschen der Punkt sein. Wenn TSM Cody Sun bekommt, dann gewinnt TSM jeden Teamfight. Andernfalls natürlich wird es da spannend werden. So, Hornsets in der Phase kommt natürlich etwas besser inzwischen klar gegen Renekton, gegen Flame. Man sieht es hier mit der Ultimate gut gearbeitet. Problem ist halt, jetzt ist Smitty nochmal da. Und der hat ein bisschen Damage mitgebracht. Hornsets will aber noch den Kill und es reicht nicht ganz.
128 HP. Währenddessen allerdings TSM dran am Baron, wenn sich Smitty unten zeigt. Cody Sun kann er doch mal böllern. Kriegt man den? Oh Gott, der Fail Smite. Aber trotzdem durch Björksen den Nashor. Wie knapp war das denn gerade? Baron aber secured. Holy, holy, holy. Also wenn da jetzt Smitty gewesen wäre, dann wäre es der Baron für Immortals. Und da muss man sagen, was ist denn heute wieder mit Sven Skaren los, mit seinen Smites? Die sind alles andere als on point. Hook gegen Ole, der wird weggebratzt. Dank an Doublelift. Cody ist dann sehr offensiv, zu offensiv. Das kann teuer werden. Und da ist der Shutdown gegen ihn. TSM schlägt zurück. Popelta tankt ihn zwar, aber nicht genug, um hier gegen vier Mann zu überleben. Und da hast du den Triple Kill gegen Doublelift. Und da sind sie plötzlich wieder, die TSM Ultras. Da sind sie. Und das war viel zu greedy von den Models. Viel zu greedy. Also da auch Cody-san nochmal in den Dive an dem Turm zu gehen, das hätte nicht sein müssen. TSM dadurch jetzt den ersten Inhibitor bereits nach 23 Minuten. Auch mit Hilfe des Barons. So, hier, das will ich mir nochmal anschauen. Popelta sehr früh dabei und der Baron gesmited auf 277 HP. Ei, der hätte von jedem geholt werden können. Oh, also mal einfach mal um 200 versmited. Und da Cody-san. Zwar kam halt nochmal die Galli holt, aber nee. Ah, 3000 Gold vorne, das ist erstmal doch recht angenehm. So, der Hook gegen Smitty. Allerdings nichts, was man verfolgen sollte, währenddessen mit Flame inzwischen halt große Probleme gegen den Nahhornser in der Mega-Nah-Form und macht es hier fast alleine. Flame allerdings schafft es rauszukommen, jetzt die Galli-Ultimate. Ebenso Smitty in seiner Ultimate, aber man muss sich hier zurückziehen. Flame, der so low OP ist, ist hier das große Problem. Und damit ist es der Drache für TSM. Trotzdem, wehe dem dieser Kog'Maw-Damage. Doublelift direkt Lord Dominix ausgebaut. Ergibt aber auch Sinn, also selten sieht man, dass letzter Atemzug sehr früh ausgebaut wird. 4000 Gold Powerplay fast für TSM. Hier gegen diese Comp ergibt es halt durchaus Sinn, weil es einfach gegen vier Ziele sinnvoll ist. TSM versucht jetzt auch noch den nächsten Turm hier zu bekommen. Damit eben auszunutzen, dass von Immortals lediglich Kog'Maw hier den Damage momentan mitbringen kann.
Das wird sich auch nicht mehr ändern, im Gegenteil, das wird sogar noch schlimmer werden. Da hat man sich meines Erachtens mit dem Galio-Pick einfach komplett alles verbaut. Ich hatte es ja schon gesagt, hier ist in der Pick- und Bann-Phase doch eher besser abgeschnitten. Rageblade fertig von Cody Sun. Also Damage ist halt da. Jetzt der Engage-Versuch von Immortals gegen Sven Skarren, kurz bevor der Baron live ist. Probiert er sogar nochmal den Teleport, reicht halt vom Damage her nicht, ihn da mitzunehmen. Und Hornser im Split-Push, hat auch den Frosthammer fertig, macht es nochmal ein bisschen angenehmer. Weiterer Vorteil, den natürlich TSM im Late-Game hat, also sollte man natürlich auch nochmal erwähnen. Also TSM hat in meinen Augen trotz des Kogmas das bessere Late, eben aufgrund des Dana, die auch ähnlich stark ist wie Kog'ma und dazu die Cassiopeia. Das heißt, sie haben wesentlich mehr Damage im Late als die Immortals. Das hat die wirklich nur auf Cody Sun vertrauen, weil sie zwei wirklich Hyper-Carries haben. Und auf der anderen Seite haben sie auch einen guten Damage-Split, während die Immortals halt, muss man sagen, da ist halt fast nur AD-Schaden. Klar, Kog'ma macht einen Teil auch magischen Schaden, aber der Großteil ist halt physischer Natur, auch beim Renekton. Heißt halt, TSM kann sich halt erlauben, einfach komplett auf Rüstung zu gehen. Das sehen wir bei Hornser auch. Und das hilft ihm ebenfalls im Split-Push gegen Flame im direkten Duell, weil Flame auf der anderen Seite auch Magieresistenz bauen muss. Hier jetzt Björksen, Flash angegangen, aber schöne Ultimate. Zwei Mann gestunt, der nächste ist dann hier mit Hornser. Trotzdem, man bekommt Sven Skillen raus. Der Hook gegen Pobelta jetzt noch. Doublelift will sich in Position bringen. Baron jetzt live, wird auch hier schon fleißig angepingt, gerade Sven Skarren, der jetzt 20 Sekunden lang nicht eingreifen kann. Da muss man aufpassen, das ist ja auch nicht mehr die alte Rek'Sai Ult, wo er dann schnell hätte zum Baron kommen können, das geht halt nicht mehr. Vielleicht zwei Control Wards im Pit. Habe ich natürlich keine Vision von TSM, die müssen da selber den Controller reinstellen, der wird nicht aus dem Weg geräumt, warum auch. Jetzt nochmal die Rumble Demand Teleport unterwegs, der Hook vor Belt ist schon mal Geschichte, aber man bekommt den Bell, die Frage ist, wie teuer, schafft man es hier raus? Und Olaf hat natürlich keinen Flash, das heißt auch er wird vernichtet, der Hook, drei Mann jetzt noch mit Baron Buff, wenn die es wegschaffen, war das in Ordnung. Vor allem, weil man auch Hornser bekommen hat, denn der 2-2-1 Trade plus Baron ist für Immortals gut soweit, aber erstmal da wegkommen, das ist halt so das Stichwort. Björksen ist hier ein großer, großer Faktor, zusammen mit Doublelift. Sven Skarren jetzt auch dabei, man hat keine Ultimates mehr, Hook gegen, oh wow, komplett wegrasiert jetzt, Cody Sun down und auch Flame wird sie nicht lang machen, versucht noch Björksen mitzunehmen durch die Kog'ma-Passive, gelingt das auch noch, aber letzten Endes das Ace. Und Immortals komplett ohne Baron Buff. So, hier die Brown Ultimate, der Hook eben vor Belta schon früh rausgesäbelt. Da muss man sehen, ja, was du halt mit Double Lift Björksen dann Damage auch gegen Tanks hast. Das kommt ja auch noch dazu. Nicht nur, dass die Immortals halt wenig Damage hat, sie haben halt lauter Tanks, aber das Problem ist, dass TSM halt auch Champions hat, die gut ist. Weil die gut sind gegen Tanks. Das heißt, ihre Comp wird halt einen großen Vorteil haben. Jetzt die Verfolgungsjagd. Aber wenn man sich die Mana und Lebensleisten anschaut und auch die Ultimates, keine Chance der Hook. Hier hätte man auch nicht mehr turnen sollen. Problem war allerdings, Cody ist dann auch gestunt. Gute Cassiopeia Ultimate. Und dann ist halt nur noch Aufräumen angesagt. Sven Skarren
mit der Ultimate eben hinterher. Sorgte für das Ace. Hier ist er mit dem nächsten Drachen. Also nochmal Ende der Weisheit für Cody Sun, was ihm ja auch gegen Bjergsen durchaus hilft. Auch wenn es da eigentlich nicht zum direkten Duell kommen sollte. Noch hat Immortals durchaus Chancen, also gar keine Frage. Nur TSM wird halt nach und nach stärker. So mal der Blutdürster mit Double Lift. Ich meine, so ein Blutdürster, da muss man mal überlegen, wer soll Doublelift töten? Wer? Der Einzige, der es kann, ist Cody Sun. Bei allen anderen, jetzt mit dem Blutdürster, ist halt nicht genug Damage da, sodass Doublelift halt sich sogar hochheilen würde in einem Fight. Jetzt dabei, den Turm fast mitzunehmen, der die Laterne dann vom Biofrost verhindert, einen Engage auf den AD Carry. Boah, das muss sich was einfallen lassen. Die müssen halt Bjergsen und oder Doublelift rausbekommen, gleichzeitig Cody Sun am Leben erhalten, um diesen Fight hier gewinnen zu können. Turm ist jetzt down. Flame hofft hier immer noch auf eine Flankierung, allerdings sichert Hornster die Flanke ab. Oh, Cody Sun, viel Damage von Doublelift, jetzt Smitty. Der will drauf, der läuft rein, aber so viel Damage, der einfach da ist. Er schafft es dann nicht, gegen die Backline zu kommen. Und schaut euch Doublelift an. Der ist einfach Full Life wieder. Der ist einfach wieder Full Life. Der Blutdürster zahlt sich hier komplett aus. Niemand kann hier Doublelift töten. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. So, jetzt Hornster. Schöne Ultimate. Dann wirkt es mit seiner hinterher. Und hier Sam. Die wollen ja aufräumen. Und die machen es. TSM holt dieses Spiel. Und das sind die ganzen TSM-Ultras. Das morische Gesetz gebrochen. Was ist da denn los? Da müssen wir nochmal ermitteln. ...2-0. Unglaublich. Dass ich da das Bussenbugs war. Ja, also ich glaube auch an Schiebung, ehrlich gesagt. Ich glaube an Schiebung. Man hat das ja schon gesehen. Das Spiel muss gekauft gewesen sein. Muss es, ja. Wer so eine Pick-und-Bann-Phase hat. Ich meine, gegen den Galio-Pick an sich nichts einzuwenden, aber dass man diesen Flex-Pick halt schon in der ersten Bann-Rotation auflöst. Also da hast du eigentlich schon gesehen. Die haben sich, das war geskriptet. Bin ich fest von überzeugt. Da muss erstmal nochmal GSG Spandau ermitteln. Oder Johnny und ich haben heute die Streams vertauscht. Das könnte auch sein, wenn Johnny jetzt drei Games hat. Weiß ich nicht. Vielleicht lag da ja der Fehler. Aber auch da muss er irgendwo... Ja, da muss ermittelt werden, Freunde. Ja, das ist... ein Fehler in der Matrix. Ist so. Ein Fehler in der Matrix. Das ist, eigentlich darf das gar nicht sein. Aber das, da werden Wissenschaftler aller Welt jetzt drauf angesetzt, um eine Lösung zu finden. Das muss untersucht werden. Also wenn das morgen nicht in der Zeitung ist. Ich meine, wenn Trump das hört, ja, da sagt das sofort Fake News. Da glaubt doch keiner. Nie. Freunde, nie. Remake. Ja? Ich meine, ich habe den Ori-Ball nicht gesehen. Ihr? Ohne Scheiß. In diesem ganzen Game habe ich noch keinen Ori-Ball gesehen. Tja, denkt mal drüber nach. Beim anderen Match sind rasch. Wie siehst du? Vielleicht haben Johnny und ich einfach die Streams vertauscht. Vielleicht ist es auch das. Aber okay.
Das wird uns nochmal zu denken geben. Ja. Okay. Agent Smith ist unterwegs. Auch der. Auch der. Werden alle ermitteln. Zwei notiert Sam. Ich meine, letzten Endes verdient, aber in meinen Augen auch ein großes Problem von Immortals. Also, da muss man auch den Coach in die Pflicht nehmen. Also, die Pick-und-Bun-Phase war eine Katastrophe. Das ist so. Die Pick-und-Bun-Phase war eine Katastrophe. Das, den Galio-First-Pick, okay. Gehe ich mit. Ja, ist offen, Galio ist ein starker Pick momentan in der Meta. Gehst du mit. Aber dann in der Second Rotation Renekton zu picken, war der Fehler. Es ist nicht so, dass Renekton alternativlos war. Man hat ja gesehen, mit Nah hat man an sich eigentlich eine gute Antwort. Das hat sich hier nur erst sehr viel später gezeigt, dadurch, dass man sehr viel Toplane-Fokus hatte. Smitty eben sehr Toplane-orientiert gewesen, um da den Vorteil eben zu erspielen für Flame. Und dadurch hatte er halt eher mit Renekton eine Chance. Aber dass man so hart, so steil auf Renekton gegangen ist und diesen Flexpick aufgelöst hat, damit hatte TSM die Möglichkeit, die Cassio für die Midlane zu picken, gegen den Galio. Damit war schon klar, dass du im Late Game auf der Midlane-Position deutlich mehr Damage haben wirst. Und eine Cassio zerstörten Galio. Vor allem im Late. Also eine Cassio vernichtet Tanks. Ist ein absoluter Tankschredderer. So. Als Midlaner. Das hat man auch nicht oft. Weil meistens haben Midlaner eher, viele Midlaner haben ihren Power Spike eher in der Midlane, im Midgame, Midlane sowieso, Midlaner haben ihren Power Spike in der Midlane, im Midgame und haben natürlich den Vorteil auch dadurch, dass sie als Solo-Laner im Level vor dem gegnerischen AD Carry sind und diesen halt dann entsprechend eliminieren können. Das ist halt so der Job des Midlaners in der Regel. Gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Ja, das ist ja das Schöne. League of Legends gibt es halt viele verschiedene Konzepte, auch auf der Midlane. Und so ein anderes Konzept ist eben eine Cassio, die halt ihre Stärke im Late Game hat und eben auch Tanks schreddern kann. Damit hast du halt mit der Cassio ein gutes Matchup gehabt gegen den Galio. Nicht zuletzt auch aufgrund des Miasmas, was diesen Galio-Dash ja auch verhindern kann, sehr effektiv. Plus hast guten Farm. Und das heißt nur, weil man Renekton gepickt hat. Dazu dann in der zweiten Bannphase oder in der zweiten Pickphase vielmehr, konntest du dann letzten Endes einfach den Nah nochmal last picken. Hattest zuvor einfach direkt dadurch zwei Counter-Matchups auf den Solo-Lanes. Und die 2-on-2-Lane ist jetzt nicht so, dass man da momentan sehr viele Lane-Counter hat. Klar kann man natürlich sagen, dass halt die Pressure in die eine oder in die andere Richtung geht. Allerdings, wo man jetzt häufiger diese Melee-Supporter hat und auch die Tatsache, dass Dorans Schild in der Meta ist, ist halt diese Botlane-Pressure längst nicht mehr so entscheidend, wie es jetzt noch vor ein paar Patches gewesen ist. Wir erinnern uns so die Meta mit Zyra und mit Malzahar als Support. Da war es halt absolut entscheidend, Botlane-Pressure zu haben. Da war es halt entscheidend, dass du auch Supporter hast, die mit reinpushen, die lane-stark sind, die viel Damage mitbringen. Das ist eben auch mitunter aufgrund des Dorans Schilds nicht mehr so, weil du diesen Poke halt sehr gut effektiv abfangen kannst. Dadurch sind ja auch solche Hypercarries wie Twitch, wie Kog'Maw oder Tristana mit in die Meta gekommen. Dadurch sind auch Melee-Supporter wieder in die Meta gekommen, wie Braum. Thresh natürlich ist halt immer wieder in der Meta. Tahm Kench aber wäre da zu nennen. Das hat alles eben das zu bewirken. Aber weil wir weniger Lane-starke oder weniger Pressure-lastige Supporter haben, ist halt diese Botlane-Pressure nicht mehr ganz so wichtig, wie es gewesen ist. Insofern waren diese, denke ich, zwei Solo-Lane-Matchups dann doch sehr, sehr entscheidend, was die Pick-and-Bun-Phase angeht. Und da muss man halt schauen. Also das muss man dem Coach auch so vorwerfen. Das war taktisch alles andere als einwandfrei. Gut, ja, haben wir das auch, die Analyse zur Pick-and-Bun-Phase. Jetzt muss ich mal gucken, was da im Chat passiert, Freunde. Nee, wir gehen in eine Pause und haben dann ja nochmal ein weiteres Spiel für euch. Ja, das nächste Spiel, ich nehme mich Dignitas gegen FlyQuest. Lauft also nicht zu weit weg, meine Freunde. Bleibt hier. Es wird nochmal geil. Dignitas spielt gegen FlyQuest. Macht das wunderbar! Was ist denn da los?